Moin zusammen, da sind wir mal wieder bei herrlichstem Sonnenschein. Mehr geht nicht, kann man mal so sagen irgendwie, ne? Ja, wir dürfen euch heute mal wieder zwei Produkte vorstellen von der Firma Eligear und fragen uns selber, braucht man das wirklich? Und der Sache gehen wir jetzt mal gemeinsam auf den Grund. Und wenn ihr Lust habt, das mit Stimme und mir herauszufinden, ob man das wirklich braucht, dann bleibt doch mal dran. Alle anderen können jetzt abschalten. Ansonsten bis gleich. Und zwar geht es hier um eine aufblasbare Isomatte. Das ist ja vom Ding her gar nicht schlecht, auch wenn man unterwegs ist, am Strand liegt. Wer kennt das nicht noch von früher? Die alten Luftmatratzen. Und hat die Motto, ey Mutti, Fadi, komm mal her oder Kuppel, hier blas mal kurz die Luftmatratze auf. Hier. Dann hinkst du da erstmal eine halbe Stunde lang. Die Lunge, die hing in Fetzen. Das Ding soll so ein Fußteil haben, womit man das aufpusten kann. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ich diese blöde Verpackung aufkriege hier. Stimme, reich mir mal das Messer. Nun wirf man! Verpackungsmaß selber finde ich eigentlich schon ganz gut. Es ist wirklich klein und handlich. 1,5 Kilo wiegt die Isomatte. In so einem schicken Turnbeutel drin. Turnbeutel? Stimme. So weiß ich nicht, in den 70er gesagt. So ein Turnbeutel. Wie heißt denn das heute? Nicht mehr Turnbeutel. Sportbeutel. Das kenne ich noch. Das sind auf jeden Fall solche Flicken. Falls da vielleicht doch mal ein Loch reinkommen sollte. Anleitung ist schon mal in Deutsch. Gut, dann rollen wir die mal aus hier. Zack. Maß ist 1,20 Meter Breite mal 2 Meter Länge. So, jetzt sind natürlich hier so eine Ventile. Die müssen natürlich zu sein, ist ja logisch. Wozu braucht man dann eine Anleitung? Ventil schließen, keine Ahnung, zwei Kammern wahrscheinlich. Ventil schließen, alle zumachen, was man zumachen kann. Hier ist jetzt der Blasebalg, der muss erstmal offen sein. Da muss Stimme jetzt gleich mit ihrem kleinen zarten Fuß hier drauf. Genau, und dann muss man pumpen. Und wir vergewissern uns, wie lange wir jetzt brauchen. Weil eigentlich ist laut Beschreibung 45 Sekunden. Was? Stimme, jetzt gib alles. Dalli. Klick! Wie denn so? Ja. Das kann nicht so sein. Das ist doch kein Pumpeneffekt. Also, da tut sich jetzt irgendwie überhaupt nichts, Stimme. Nee, dann mach du das doch. Das tut sich jetzt gar nichts. Also, wir sind jetzt bei jetzt schon 45 Sekunden und das Ding hat sich überhaupt nicht gefüllt. Dann machen wir es falsch. So, machen wir jetzt, probiere ich das mal. So. Oh, ich muss schneller treten. 45 Sekunden sind schon rum. Danach schließen wir hier diese Kappe. Leg dich doch mal drauf. Ja, so das Ganze ist eine Wabentechnik. Das ist gar nicht schlecht, weil dadurch soll die Luft besser zirkulieren. Mein linker Legerplatz ist frei, Stimme. Komm doch mal hier vorbei hier. Also das Material ist wirklich gut. Das ist, besteht irgendwie aus drei Schichten. 40D Nylon, so eine TPU-Folie und dann nochmal 40D Nylon. Die ist wirklich robust. Und diese Wabenstruktur hier, die ist wirklich schön. Also wir stellen auf jeden Fall schon mal fest, Luft raus geht schneller als Luft rein. Beutel. Tonbeutel. Schwester, den Beutel. Also das Auspacken und Einpacken ist schon mal richtig genial. Das muss ich wirklich sagen. Gut, gebraucht habe ich jetzt 1 Minute 25. Da kann man nicht knurren. Ich glaube, früher hat man ein bisschen länger gebraucht. Hier mit dem hier. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Muss man das wirklich haben? Schimmel, braucht man das wirklich?
Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man jetzt einen Strandurlaub macht. Man ist irgendwie mit dem Camper irgendwie in Spanien unterwegs. Nach Schweden würde ich jetzt so ein Teil vielleicht nicht zwingend mitnehmen. Also wer Interesse hat, ich glaube, es gibt sogar einen 10% Rabattcode, ist ja wieder noch. Ich hau das unten in die Infobox rein. Kriegst du bei Amazon so gekauft, ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich glaube 49 Euro. So eine Matratze. Ich glaube, für so eine Doppelmatratze ist das noch nicht mal teuer. So, und wenn ihr so Interesse habt an einem weiteren Produkt, ja, dann bleibt doch mal dran. Denn dazu müssen wir jetzt mal wieder zu Hansen gehen. Das zweite Produkt, was ich euch noch mal vorstellen möchte, ist auch von dieser Firma Elgea. Und zwar ist das so eine Solarlaterne, nenne ich das mal. Da war ich schon echt überrascht eigentlich, wie klein die ist. Erstmal so ein Ladekabel ist dabei. Diese Laterne, naja, ein Schlüsselanhänger, keine Ahnung, warum die so weit reinpacken. Und so ein Sicherheitsband, das kann man sich wahrscheinlich so ins Handgelenk machen. Das ist ja eine kleine Pfeife, aber pfeife ich jetzt nicht mit dem Ding hier irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie damit den Preis rechtfertigen. Das Teil kostet mich irgendwie bei Amazon 20 Euro. Und da sagen die sich, ich packe hier nochmal ein Ladekabel rein, hier nochmal so einen kleinen Schlüsselanhänger und so ein Triller-Ding. Das Ding funktioniert hier in der Solarzelle. Das finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das Geniale da drin ist, das Teil dient auch als Powerbank. Und das finde ich natürlich richtig cool. Ihr habt ja so einen USB-Stecker und so einen anderen USB-C ist das, glaube ich. Ach, weiß ich nicht, so viele verschiedene. Ja, praktisch halt zum Laden des Handys. Ich habe hier so ein altes Handy mitgebracht. Mal gucken, ob wir das ankriegen mit diesem Ding. Aber erstmal nochmal zur Lampe. Hier habt ihr so eine kleine Ladeleuchte. Wenn die grün ist, ist das Ding voll. Bei Rot kann sie wahrscheinlich geladen werden. So einen kleinen Henkel noch. Könnt ihr die noch irgendwo anhängen? Also erstmal so eine Taschendampffunktion. Zwei Lichtstufen und einmal Blinklicht dabei. Und dann könnt ihr das Ding aufdrehen. Und dann habt ihr so eine Laterne. Und wenn ihr dennoch mal praktisch die Lampe anmacht, dann ist das so eine Laterne halt, ne? Und dann könnt ihr die theoretisch auch irgendwie aufhängen. Also ich finde das so gar nicht so schlecht, wenn man irgendwann mal so ein bisschen im Dunkeln draußen sitzt, hängt die hin oder stellt diese auf den Tisch. 20 Euro muss man wissen, ob man bereit ist, das dafür auszugeben. Also 15 wäre auch noch okay gewesen, glaube ich, für so eine Lampe. So. Also die Idee ist total lustig. Ne? Gerade so diese Laterne. Und ich blende das nochmal ein, wie das ist halt im Dunkeln, wenn das wirklich richtig stockdunkel ist, dann sieht das nämlich so aus. Jetzt will ich euch mal demonstrieren, wie hell diese Lampe ist. Stufe 1, Stufe 2, Blinklicht und so, wenn man sie rauszieht. Es werde Licht. Also so aus meiner Perspektive gesehen jetzt gar nicht mal so dunkel. Und die Blinkfunktion ist extra für Stimme da, dass wenn sie sich nämlich verlaufen hat, dann kann sie sich das Ding irgendwo hinstellen und dann sehe ich mich ganz genau, wo sie sich befindet. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. So, ne? Und dann macht man die einfach so wieder zusammen und dann dreht man die einfach so ein kleines Stückchen und dann ist das Ding echt komplett. Oh, kann man auch als Tablette schlucken. Nein, ganz so klein ist es denn ja doch nicht. Ne? Die Qualität selber, würde ich sagen, ist ganz gut. Dieses Innending hier ist natürlich pures Plastik hier. Wie lange das natürlich jetzt hält, weiß ich nicht. Man darf natürlich auch nicht zu doll reißen. Frage ist natürlich, schafft diese kleine Lampe hier, das jetzt dieses Handy irgendwie anzubekommen? Also, das Handy lädt schon mal. Ladezeichen ist da. Wir stoppen mal die Zeit und gucken mal, wie lange das dauert, bis 2% auf dem Handy sind. Also noch knapp 2,5 Minuten
geht das Ding wenigstens schon mal an hier, das Handy. Das ist natürlich auch nur eine absolute Notreserve hier. Das kann ja nicht vergleichbar sein mit irgendwelchen anderen Powerbanks. Also immerhin, jetzt dann doch nach 2 Minuten 50 ist jetzt schon mal an. Okay, nach weiteren 6,5 Minuten ist immer noch nicht 1%. Das macht jetzt auch nichts. Aber es soll ja auch nicht dazu da sein, Smartphones zu laden. Es funktioniert auf jeden Fall, wenn man Zeit hat. Also ich denke mal, dass man sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen müsste, irgendwie, bis man hier so 2% erreicht. Aber es funktioniert trotz alledem. Das muss man ja mal sagen. Also funktionieren tut es definitiv. Ich verlinke euch mal das Teil unten in die Infobox. Falls der ein oder andere Interesse hat. Wir verdienen da nichts dran übrigens, wenn ihr da irgendwas bestellt. Also wir bekommen da nichts für. Wir konnten halt nur dieses Produkt einmal vorstellen. Ja, wenn euch das gefallen haben sollte, Daumen hoch wäre ganz cool. Abo wäre auch nicht schlecht, kostet nichts. Und wir freuen uns darüber auf jeden Fall sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns hier bald wiedersehen auf dem Kanal. Stimme und ich freuen uns. In dem Sinne, mach's gut und bis bald.